Im Modell- und Formenbaubetrieb Schröter in Oberpframmern bei München werden die Visionen der Autobauer wie BMW oder Porsche in dreidimensionale Modelle umgesetzt. Heute besucht die Arbeitssoziologin der Universität Hohenheim, Sabine Pfeiffer, den Betrieb. Pfeiffer möchte sich die Tätigkeiten der jeweiligen Facharbeiter anschauen. Dazu führt sie Interviews, wie hier mit dem Facharbeiter für technischen Modellbau, Milan Nedimovic. Er bearbeitet gerade einen Auftrag für einen großen Autohersteller. Ist es immer dasselbe oder würden Sie sagen, da? Es ist eigentlich schon so, dass jedes Modell irgendwie seine Eigenheiten hat. Mhm. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn ich von Anfang an mit dabei bin, als Programmierer, auch als Fräser. Zuerst gibt Nedimovic die Daten für das Steuerungsprogramm einer Fräse ein, die dann in der Fertigungshalle des Betriebes einen Frontgrill für einen Autoprototypen fräst. Eine von vielen komplexen Tätigkeiten im Werk. Facharbeiter wie Nedimovic sollen, laut Studien zur Automatisierung, zu rund 2/3 ersetzbar sein. Große Studien sagen, es gibt Routinearbeit und die wird verschwinden. Und die Nicht-Routine-Tätigkeiten werden bleiben. Und sie kommen immer zu dem Schluss, dass Menschen, die mit und an Maschinen arbeiten, Routinearbeit machen, also leicht weg zu automatisieren sind. Was wir hier aber sehen bei den Facharbeitern hier als Beispiel, und das sind ganz typische Facharbeiterarbeitsplätze, die programmieren die Fräsmaschine. Würden sie das nicht mehr tun, weil sie wegautomatisiert sind, dann wird auch diese Fräsmaschine nicht laufen. Und damit nicht genug. Der Facharbeiter muss den Fräsvorgang auch überwachen und einschreiten, wenn etwas Unvorhersehbares geschieht. Dann muss Milan Nedimovic die Situation neu beurteilen und im Zweifel schnell umdisponieren. Hier entspricht vielleicht der Rohling nicht ganz dem, was ich im CAD habe. Deswegen entscheide ich jetzt selber, um schneller ans Ergebnis zu kommen, einen kleinen Fräser zu nehmen, um auch die Hohlkehle hier besser rauszufräsen, damit sich der Fräser, der Große, hier nicht freischneidet. Und deswegen entscheiden wir jetzt, dass wir jetzt einen Werkzeugwechsel machen. Die Tätigkeit dieser Facharbeiter ist beileibe nicht einfach ersetzbar. Im Gegenteil. Sie ist viel anspruchsvoller und komplexer, als immer unterstellt wird. Gerade in der Industrie 4.0, wo ja der Mensch angeblich nur noch eine untergeordnete Rolle spielen soll und alles mit allem vernetzt ist, gilt laut Pfeiffer meist das Gegenteil. Was wir hier sehr schön sehen können, ist, dass mit mehr Automatisierung und mit mehr Digitalisierung die Anforderungen auf die Facharbeiterebene steigen und gerade nicht sinken. Das ist aber eigentlich gar nicht so problematisch, weil die ja eine Facharbeiterausbildung haben und auf diesem Sockel jeden Digitalisierungs-, jeden Automatisierungsschritt gut mitmachen konnten, gut bewältigen konnten. Das werden sie auch in Zukunft können. Der Geschäftsführer Maximilian Lörzel sieht in dieser soliden Ausbildung das entscheidende Kapital seines Hightech-Betriebes. Lörzels Facharbeiter müssen in der Lage sein, den Kundenwunsch zu verstehen, die Daten der Automobilhersteller einzuprogrammieren, zu visualisieren und umzusetzen. Und dafür brauchen sie weit gefächerte Kenntnisse. Denn wie hier bei diesem Scheinwerfer sind es oft die verschiedensten Materialien und Techniken, mit denen die Modellbauer arbeiten müssen. Unsere Mitarbeiter müssen sehr fachübergreifend denken können. Wir haben verschiedene Materialien, wir haben verschiedene Produktionsprozesse, wir haben verschiedene Temperaturen, verschiedene Anforderungen an die Teile. Das kann eigentlich nur der Facharbeiter lösen, weil eine automatische Maschine wird niemals diesen komplexen Prozess begreifen können. Sie kann einzelne Schritte davon fertigen, aber sie wird niemals das Gesamtproblem so lösen können, wie unsere Mitarbeiter das können. Auch die allumfassende Vernetzung, die mit der Industrie 4.0 Einzug hält, sieht Maximilian Lörzel kritisch. Denn wo die geheimen Showcars und Prototypen für die spätere Serienfertigung der großen Automobilhersteller gebaut werden, hat man einen viel sensibleren Blick auf das Thema Sicherheit. In unseren Räumen werden halt die Prototypen der automobilen Zukunft gefertigt und die haben natürlich das Interesse daran, dass das alles unter strengster Geheimhaltung passiert. Und wir würden ja jetzt einen Teufel tun und diese Daten, also das Produktions-Know-how unserer Kunden und speziell auch unseres, in eine Cloud stellen, wo vielleicht jeder Zugriff drauf hat. Das ist ja unter Umständen möglich. Und außerdem wären wir ja fast verrückt, wenn wir unser hausinternes Produktions-Know-how so leichtsinnig preisgeben würden. Im Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München werten Pfeiffer und ihre Kollegen die Interviews aus einer Vielzahl von hochtechnisierten mittelständischen Betrieben aus. Auch meine Pylonen, das sind diese Aufnahmepunkte. Mhm.
Das war jetzt die Stelle, wo er erzählt hat, am CAD. Die Antworten der Facharbeiter werden diskutiert. Dabei bedienen sie sich statistischer und qualitativer Methoden. Die Ergebnisse decken sich nicht mit dem prognostizierten Wegfall von Arbeitsplätzen. Das finde ich deswegen interessant. Mit der größten repräsentativen Erwerbstätigenbefragung in Deutschland, über 20.000 Befragte, mit diesen Daten haben wir gerechnet. Und wir können zeigen, dass über 70% in ihrer heutigen Arbeit schon mit Wandel und Komplexität umgehen müssen, alltäglich. Und das heißt natürlich in ganz vielen Fällen Automatisierung, also technologischer Wandel, auch organisatorischer Wandel. Und da, wo wir viel Technik sehen, also im Maschinenbau, in der Automobilbranche, in der IT, sind die Werte noch deutlich höher, also weit über 80%. Durch die Automatisierung werden viele körperlich belastende und monotone Tätigkeiten entfallen. Das ist gewiss. Ebenso sicher, das Zusammenspiel von Mensch und Maschine wird aber auch neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen.